auch immer man das nennt, wurde, sodass das Wasser von hier strömt. Also jetzt müsst ihr euch denken, dass es auf der Seite da ist. Und dann darüber strömt gegen die Mauer, da die Viecher tot macht und die Items hier unten durch den Strom quasi dann hier rauskommen und hier hingeschwemmt werden. Und damit die Viecher da reinlaufen, ja, könnt ihr entweder unten das Loch lassen oder ihr baut so eine Art Tor, wie ich das hier habe. Baut ihr drei Felder hoch auf beiden Seiten. Ich habe jetzt da keine Fackel. Doch, ja, eine Fackel habe ich noch. Dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Nein, nicht Schild. Fackel. Baut ihr drei Felder hoch, macht hier eine Verbindung rüber. Macht, damit das Wasser auch dahin fließt, wo ihr das wollt, noch einen zweiten Pfeiler daneben. Auch drei Felder hoch. Und kloppt dann hier jeweils einen Eimer Wasser ran, sodass der Fluss so runtergeht. Sobald ein Tier hier reinrennt oder ein Monster oder wen auch immer ihr damit fangen wollt, kleine Schwestern, Brüder, kommt alles nicht mehr unten raus. Auf jeden Fall rennt das hier in das Wasser rein, wird runtergesogen und ist dann, ja, hoffentlich demnächst tot und lässt irgendwas Feines liegen für euch. So, jetzt will ich mein Schild wieder haben. Was? Ich tue sie in die Truhe, die ich verstecke. Dann mache ich noch eine und jeder bekommt eine. Oh, ist er sozial. Ja. So, Falle haben wir gebaut. Steine habe ich immer noch nicht. Das heißt, Treppe kann ich euch leider auch nicht zeigen. Ich wollte hier noch eine Treppe gerne runterbauen. Ja, Jungs, Skype beim nächsten Mal. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Ich bin auch ehrlich gesagt so ein bisschen fertig schon. Wir spielen jetzt seit 2 Stunden, 2,5 Stunden fast. Und das Zeug, das Spiel, das weicht einem die Birne auf, wenn man das zu lange spielt. Das kann ich euch jetzt wirklich sagen. Und hier brennt das wieder und immer noch. Naja, solange das so weit weg noch ist, ist das absolut in Ordnung. Ja, da unten ist ein Schwein reingefallen. Gut. Stirb, Schwein. Ja, hier nochmal Impex-Hütte. Das ist jetzt wahrscheinlich der Teil, wo ich jetzt das Schneidewerkzeug einsetzen werde und was rausschneiden, denn hier passiert gerade nicht mehr wirklich viel. Upp, schmeiß mich nicht runter, du. Hier passiert nicht wirklich viel. Hat er noch irgendwas, was ich mir klauen kann? Hat er Stein? Boah. Wollen wir höflich fragen. Kann ich mir ein wenig Stein ausborgen? Hahaha. Kriegst du das irgendwann wieder? Hahaha. Ausborgen. Blinzel-Smiley. Darf ich das Band Bogatur ziehen? Was? Das ist nicht zum Wohnen gedacht. Nicht. Zum Ohnen gedacht. Ja, gemacht auch nicht gedacht. Ach, das ist mehr als ich brauche. Ach, Quatsch. Danke. Das sieht immer aus, wenn man jemandem was zuschmeißt, als würde das. Ja. Oral wieder rausbringen. So, Treppen. Da reichen eigentlich schon so ein paar aus. Da brauche ich gar nicht so viele. Ja. Das, was ich hier, Spitzhacke, hat er mir gegeben. Sehr gut. Jetzt macht er das wieder kaputt hier, oder was? Was soll das denn? Hä? Warum hat er denn hier anderen Stein? Hat er den in den Ofen getan oder was? Ist das der Stein, der aus dem Ofen kommt? Naja, sei es drum. Treppe. Treppe, Treppe, Treppe. Jawohl, angenehm. Oh, das war knapp. Das war knapp. So, ach ja, gut, jetzt kann ich doch ein paar Treppen mehr gebrauchen.
Dann kann ich ihm nämlich. Brennt das hier wieder? Das brennt doch immer mehr hin, oder sehe ich das verkehrt? Naja. Benutze ich seine Werkbank mal und bastel mir ein paar Treppen. Na, na, so. Zack, 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 zack. So, 64 Treppen. Palz, schöner Palz. Ja, beziehungsweise wo ist er denn? Bauen wir uns hier eine kleine Neighborhood. So, und wenn er wiederkommt, dann wird er hoffentlich begeistert sein, dass er hier eine Treppe hat. Ich weiß, Weihnachten ist vorbei, aber das ist mein persönliches Weihnachtsgeschenk. Ho, 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 ich bin der Heini vom Hochtiefbaugesellschaft und ich verschenke Treppen zu Weihnachten. Ho, ho. Wer weiß, was der Weihnachtsmann das ganze Jahr über macht. So. So. Bitteschön. Ich hoffe, es war eine angenehme Bescherung. Brauche aber erstmal massenhaft Steine. Kann er wieder zurückhaben? Welche geben? Die schönen Steine. Sind die nicht schön? Die sind, das waren deine. Naja. Ja. Ich habe noch Eisen hier liegen. So, guck mal, dann baut er sein Haus hier in direkter Nachbarschaft. Das ist auch wunderbar. Was hat er hier? Zwei Öfen. Dann hocken wir so ein bisschen auf den Haufen und er hat seine schwebende Festung da oben. Das passt auch. Mit seinem Star Trek Aufzug. Ja, ich weiß sonst auch gar nicht mehr großartig, was ich noch sagen soll. Beziehungsweise, wer baut denn hier jetzt ein. Ach Gott, da baut ihr noch Bäume hin. Ich bin ja gespannt, wie es aussieht. Ich habe doch ein Schild. Ja. Denn weil ich jetzt ganz offiziell. Wie nennen wir die denn? Ich brauche einen guten Städtenamen. Könnt ihr gerne in die Comments einmal posten? Dann ändere ich das natürlich. Was nimmt man denn da als Namen? Weiß ich nicht. Mach erstmal Maintown oder sowas. Teststadt, Musterstadt, Musterstadt. Musterstadt. Dann. Welcome to Musterstadt. Jetzt brauche ich noch ein zweites Schild. Habe ich noch? Jawohl. Brauche ich noch ein zweites. Na, lass mich da durch. Brauche ich noch ein zweites Schild, dann kommt da Welcome to Musterstadt. Ist das nicht wunderbar? Und dann dürft ihr, wie gesagt, gerne in die Kommentare euren Städtenamen eintragen, beziehungsweise vorschlagen. Vielleicht heißt die Stadt ja bald schon so, wie ihr euch das ausgedacht habt. Musterstadt.
Hier könnt ihr Ihre Werbung stellen. Scheiße, mache ich das jetzt? Ja, her damit. Welcome to Musterstadt. Yay! Stil echt noch mit zwei Fackeln. Habe ich noch Fackeln? Eine. Stil echt mit einer Fackel. Ach, nicht wegwerfen. Zack. Wunderbar. Was ein schönes Stadttor. Was gibt es Schöneres? Was kann das jemals Schöneres geben? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. So, zum Abschluss des heutigen Let's Plays Community Zockens werde ich noch einmal mich oben hinstellen. Auf meine in Schwindel erregender Höhe und unter Einsatz meines Lebens und sämtliche anderer Dinge, die ich einsetzen kann, gebauten Dachterrasse oder auch Wolkenkratzer Ausguck oder wie auch immer man das sagt. Auf jeden Fall hier oben. Die schwebende Festung, mein Haus, Ampex Haus und das neu zu entstehende Haus, nachdem das alte irgendwo da abgefackelt ist und immer noch fackelt. Vielleicht fackelt es auch für immer, wer weiß das schon, dann haben wir auf jeden Fall ein Andenken für immer. Vielleicht auch nicht so verkehrt. Leider reicht die Renderdistanz nicht aus, um zu sehen, was noch alles da hinter dem Horizont liegt. Aber seid gespannt, da kommen sicherlich noch ein paar mehr Folgen von dem Community-Zocken. Wer jetzt Lust bekommen hat, auch mit auf diesem Server zu spielen, dem werde ich auch nochmal den Link zu dem Ankündigungsvideo unten mit in die Beschreibung stellen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, speichert euch das Video irgendwo als Favorit ab. Guckt immer mal wieder drauf, da werde ich rechtzeitig das ankündigen, wann die nächsten Termine, hoppala, jetzt nicht runterfallen, wann die nächsten Termine sind, dass ihr da natürlich mitspielen könnt. In dem Video in der Beschreibung stehen auch sämtliche Regeln und das Verfahren, wie ihr an die IP-Adresse des Servers kommt. Ja, würde ich mich freuen, wenn ihr auch denn bald ein Teil meines Servers oder unserer Welt werdet. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und er hat die Tür vergessen. Ja, eine Tür musstest du gern bauen. Nein, bis dahin verbleibe ich mit lieben Grüßen, wünsche euch alles Gute, einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ist ja nur auch bald soweit. Oder wenn ihr das hier seht, vielleicht ist es schon soweit. Wenn das schon soweit war, dann hoffentlich seid ihr gut reingekommen. Und dann hören wir uns irgendwann die Tage. Auf Wiedersehen und bis denne.